Emotionaler Abschied, Hilary Duffs Hündin ist gestorben. Traurige Nachrichten von Hilary Duff, 30. Seit ein paar Monaten ist die Schauspielerin wieder glücklich mit ihrem ehemaligen Ex-Mann Hepo Mal liiert und die Blondine feierte auch ihren 30. Geburtstag mit ihrem Liebsten. Nun muss die Lizzy und Guire Darstellerin allerdings einen schrecklichen Verlust durchstehen. Ihr Australien-Schäferhund namens Du Bois ist gestorben. Du hast mich für immer verändert, schrieb in ihrer herzzerreißenden Liebeserklärung an ihren Hund, die sie unter ihren letzten Instagram-Beitrag postete. In dem Video dazu läuft der Vierbeiner glücklich in Zeitlupe auf die Kamera zu. Sie könne sich das Haus ohne sein Lächeln, seine Liebe und den wedelnden Schwanz kaum vorstellen. Der Tod ihres geliebten Haustiers scheint Hilary stark mitgenommen zu haben. Mit den Worten "Für immer in deiner Schuld", Du Bois beendete die 30-Jährige ihren emotionalen Abschiedsbrief. Hilary hielt ihre Fans regelmäßig über Du Bois Abenteuer auf dem Laufenden. Ihre Follower trauern mit ihrem Idol und zeigen in ihren Kommentaren vollstes Mitgefühl, mein Beileid und das hat mich wirklich berührt. Nichts übertrifft die Liebe zum eigenen Hund. RIP, Du Bois, lauten nur zwei der vielen mitfühlenden Kommentare.